Ja. Eigentlich wollte ich nicht instant rein, aber ich hoffe auch, jetzt sind die komplette Musik aus. Und damit, hallo Leute, mein Name ist Sozial Inzog und ja, willkommen zu einer kleinen Sonderaufnahme auf der Nintendo Switch. Wow, hier Bugs. Spielen wir den Null-Modus, Null-Bild-Modus mit dem neuen Anime-Skin, also nicht dem von Battle Pass, sondern den, den man kaufen konnte. Weil ich den Modus mal zeigen wollte, es ist halt ich und Null bauen in Fortnite war so und außerdem, ja, geht ein bisschen die Möglichkeiten aus, weil ich den großen Hype-Kram eben für das 1.5 Update jetzt lasse, was ja schon am Freitag beginnt. Und eine Lore erscheint ja auch noch. Die erscheint morgen um 20 Uhr. Also seid dabei. Auch wenn sie jetzt nicht so gut geworden ist, wie ihr hofft. Die Map hat sich auf jeden Fall ziemlich geändert. Und ich muss gleich sagen, ich spiele nicht normalerweise auf der Switch. Das Einzige, was ich ja gespielt habe, ist der Among Us Modus, bei der echt gut ist. Und jetzt mit neuen Steuerungen, wie zum Beispiel Slime oder so, könnte das echt schwer werden. Ich weiß ja nicht mal, wo die Karten aufrufbar sind. Nun ja, wir versuchen einfach unser Bestes, hier durchzuschlagen. Der Modus funktioniert so, man kriegt so einen zusätzlichen 50er Schild und also sein Bestes, aber ja, ich bin halt der PC-Spieler. Ich habe halt das komplette Anime-Set ausgerüstet. Eins der neuesten Sachen sind zum Beispiel diese Schiffchen, die uns verschiedenes Material bringen. Halte eher gedrückt, damit du sprintest da rückst. Ah! Danke für die Erklärung. So läuft man hier also. Oh nein, jemand hat mich geteasert. Hier gibt es ja auch einen Scanner ganz in der Nähe. Das ist eins auf jeden Fall der neuen Features. Ein weiteres neues Feature ist zum Beispiel das Klettern. Was man jetzt machen kann. Und ich hatte zuvor eine kleine Testaufnahme gehabt, allerdings hatte ich vergessen, die lizenzierte Audio abzuschalten, also hoffe ich mal, dass sie jetzt aus ist, nämlich sonst muss ich die leider aufwerfen. Da ist auch eine dieser IO-Kisten, die kann man durch Springen erreichen. Ich demonstriere, nämlich jetzt kann man auch klettern, das ist neu. Oh, und die sind praktisch, die sind gegen Fahrzeuge speziell. Du sollst sie nutzen, nicht werfen. Und ihr merkt, ich bin kein Switch-Fortnite-Spieler. Da nutze ich lieber den PC. Aber der Among Us-Modus geht eigentlich hier klar. Nur spiele ich den gar nicht mehr. Das ist die Map. Keine Ahnung. Neben der Seilrutsche. Wir sind hier übrigens genau beim Feindeslager. Da habe ich mir einen schönen Dropout ausgesucht. Übersetzt. Absolut blöd. Und hier ist wenigstens ein Trampolin. Ich habe halt das komplette Anime-Set extra ausgewählt.
Ja, man kann sich sogar selbst verschießen. Feuer frei. Ist so ein bisschen wie die Kanonen damals in Season 8. Und BOOM! Damit kann man entsprechend Schaden machen. Doch hier muss man aufpassen, hier sind eine Menge IO-Guards. Mich überrascht irgendwie, dass wir bisher noch in keinen einzigen Gegner gerannt sind. Ich weiß leider nicht, wie man slidet. Hier, wie ich schon sagte, sehr lange nicht mehr gespielt. Oder war das in der anderen Aufnahme, die ich gelöscht habe aufgrund des Fails? Keine Ahnung mehr. Es ist auch ungewohnt, mit so hellen Auflösungen zu spielen, nämlich auf dem PC kann ich das nicht. Ich bin aber auch nicht so der Fortnite-Extremspieler. Ich spiele nur aus Fun. Aber die Anime-Skins habe ich alle. Bis auf Odin. Aber der taucht ja immer wieder im Shop auf. Also kein Problem. Und zu unserem Übel haben wir auch noch Nebel. Yay, Rennen Tilted Towers. Gute Idee. Hier ist auch noch ein Tank. Übrigens. Wenn wir richtig Pech haben, ist der Tank gleich hier. Wir könnten uns ihn natürlich auch klauen. Ja, auch eine Option. In Fahrzeugen ist man auf jeden Fall nicht mehr die ganze Zeit sicher. Hat sich auf jeden Fall einiges geändert, seit wir das letzte Mal gesehen haben. Das war jetzt nicht gut. Dann kämpfen wir halt gegen einen CPU-Charakter. Ein bisschen Treffsicherheit zu kriegen. Hier kriegt man ja auch in gewisser Weise einen kleinen Aimbot geschenkt. Finde ich aber nicht so klasse. Irgendwo sollte eigentlich auch ein Panzer sein. Um nun ja, damit hantieren zu können. Dieser CPU weiß nicht, was er tun tut. Oh, ich habe hier nichts mehr drin. Habe ich ihn. Hab sogar XP bekommen. Ich schlag mich eigentlich gar nicht schlecht für Switch-Verhältnisse. Eigentlich bin ich ein kompletter Noob hier. Und ich sitze hier in Tilted Towers. Und jeder, der das Spiel kennt, weiß, dass Tilted Towers eine der gefährlichsten Stecke in Fortnite History ist. Sniper hier? Oh, das wird lustig. Für einen Panzer habe ich ja zur Sicherheit den Raketenlauncher mit. Diese können auf Fahrzeuge anvisiert werden und verfolgen sie. Tatsächlich. Dafür sind sie allerdings nicht auf normale Spielweise nutzbar. Also nicht so gut wie der Rocket Launcher. Aber gut gegen Fahrzeuge. Oh, hier ist ein Scan. Ding. Nee, funktioniert nicht. Gleich wird die nächste Zone gezeigt. Und ich befinde mich natürlich. Oh, wir kennen Gesellschaft. Ich bin so schlecht. Und ich habe ihn trotzdem noch bekommen. Wie? Er hat mir nur mein normales Schild abgezogen. Alles klar. Hier sind Gutheiler.
Das Bay ist sehr praktisch, kann sehr viel heilen. Oh, ja, da schießt jemand mit der Sniper, ich hab. Dem will ich mich nicht anlegen. Bye bye. Gewonnen, so zerronnen, kann ich mal sagen. Das Schild lädt sich auch nach einer Weile wieder auf. Zum Glück sind IO-Autos sehr schnell unterwegs. Das Spray ist halt praktisch, weil man es überall benutzen kann. Damit es eine gute Wirkung hat. Man kann auch jetzt Autos updaten, nicht nur mit Reifen, sondern auch mit Rahmen und dann einfach durch alles durchgehen. Das mit den Auffüllen weiß ich auch, nur die Steuerung dazu weiß ich nicht. Ohne Builds muss man halt ein bisschen anders spielen. Für mich ist das jedoch normal. Ich spiele das schon immer so. Nur haben die Gegner damals gebaut. Zelda gibt es auch, habe ich aber nie verwendet. Hier ist ein Heilautomat. Den hätte man nutzen können, um sich zu heilen. Die geben auch eine lustige Reaktion, wenn man vor ihnen tanzt. Reagieren auch auf weitere Events. Zum Beispiel, ob man sie trifft oder so. Ist mir einmal per se nicht passiert. So, da das Ding noch genügend Treibstoff hat, können wir weiterfahren. Außerdem gibt es hier Areas. Die Areas, wo rot ist, gehören der IO im Moment. Und in denen heißt es halt Gefahr. Oh! Hallo! Diamantenskin, bleib stehen! Ich habe ihn überfahren. Verkehrsberuhigung. Okay, die Errungenschaft ist neu. Das Ding explodiert gleich. Ja, Pech. Aber 16. Platz für ein Nintendo Switch Game ist eigentlich sehr gut. Sehr gut sogar. Wir haben die in diesem PlayStation Skin verloren oder was auch immer das ist. Auf jeden Fall irgend so ein Exklusivskin oder ein Event Skin. Dann nochmal zurück in den Locker, zeige ich nochmal kurz den Battle Pass und natürlich den Skin. Dann versuchen wir es noch einmal und dann ist hier auch Ende. Hier ist auf jeden Fall der aktuelle Battle Pass, ganz grob gezeigt. Es gibt einige Waffen, Link, Emotes natürlich. Skins. Ja, die Seite habe ich schon komplett, weil ich sie brauche für den Anime-Skin. Ich mache nur die Seiten momentan, die ich brauche für den Anime-Skin. Hier kann man nochmal V-Bucks einsammeln, tue ich aber auf PC, nämlich sonst sind sie, dann sind sie auch hier verfügbar. Da muss ich die Seite machen, um den ebenen Reisen zu bekommen und dann kriegt man halt den Anime-Skin, den neuen. Und das ist an Gijim Impact angespielt. Hat ein paar richtig coole Sachen dabei. Unter auch den Klingewirbel als Hängegleiter. Auch eine coole Variante.
wenn man halt mehr auf Anime-Skins arbeitet hier in diesem Game, dann hat man richtig coole Sachen hier. Und natürlich gibt es auch Doctor Strange, diesen Pass. Es gibt verschiedene Schwerter. Dann den einen Typen aus dem Miles Morales Movie. Und schließlich die anderen Styles, wovon es auch verschiedene Anime-Skins gibt. Darunter auch die ganzen schwierigen Varianten, die man sich hart arbeiten muss. Und den Spin zeige ich einfach mal ein anderes Mal. So, wir versuchen es jetzt noch einmal mit dem Skin. Und ich hoffe, ihr mögt das Video heute mal. Weil, nun ja, ich habe die großen Sachen eben für das Event übrig und hab gerade kaum Sachen, die ich noch anders machen könnte. Das Event ist ja schon am Freitag. So, dann. Letzter Versuch. Wow, die Copyright Music ist wirklich aus, nämlich sonst habe ich echt ein Problem und muss das Ganze nochmal zensieren. Wo ist der Ton weg? Da mag jemand Anime. Streich ihn. Okay, springen wir einfach bei den Jonesies raus. Das Dorf der Jonesies. Wenn man eigentlich denkt, haben wir nicht allzu viel von den Game auf meinem Kanal gesehen. Naja, spiele ich auch eher lieber mal privat. Hat es noch nie. Ich auch praktisch finde, ist halt die Sortierung, die automatisch gemacht wird. Hier landen eigentlich normalerweise mehr Leute. Ah, da sind sie schon. Hätten wir. Da unten ist Sniper. Level up! Level 33, das ist super. Ach ja, eins habe ich ja ganz vergessen zu erwähnen. Ich Fortnite hatte ja kürzlich diese Spendenaktion. Den Skin habe ich tatsächlich in der Spendenaktion gekauft. Endlich konnte ich auch mal in der Spendenaktion teilnehmen. War ja nur eine kleine Sache, aber hey, manchmal zählt jeder Cent. Oh, das ist ein praktisches neues Item. Den sogenannte Jack-Dusche. Die tut einem die ganze Zeit Schild geben, heilt aber keine Wunden. Wieder Jack Splash. Hier ist irgendwo ein Jonesy. Ludwig, du bist kein Jonesy. Du bist kein Jonesy? Was bist du? Dich habe ich ja noch nie gesehen. Ich habe viele Skins inzwischen gesehen, aber dich noch nie. Der denn gekommen?
Wie auch immer. Normalerweise ist hier immer ein Jonesy, den man rekrutieren kann, aber anscheinend diesmal nicht. Wo ist denn? Batman hat mich. Schade drum. Ich glaube, er hat sich auch eine Siegerskrone geschnappt. Eine der neuen Sachen. Aber hey, ich habe gesagt, wir machen nur einen Versuch. Das war er. Wir haben es auch zeitlich gut geschafft. Naja, ich hoffe, euch hat diese kleine Demonstration des No-Build-Modus gefallen. Da bleibe ich lieber auf dem PC. Und ja. Da bedanke ich mich fürs Zusehen. Bleibt sozial, lasst da. Aber nochmal zur Erinnerung. Morgen kommt ein besonderes Video in Thema Lore. Und am Freitag geht das 1.5 Update los. Danke fürs Zusehen. Bleibt sozial und bye.